Übrigens eure sehnliche Sicherheitskommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Sandy, und wie ihr richtig im Titel gelesen habt, werde ich heute mein ganzes Gaming-Setup putzen und sauber machen, Schreibtisch inklusive PC, Maustastatur und so weiter und so fort. Und dadurch werde ich, und für das werde ich euch heute mitnehmen, ich werde generell mein Zimmer ein bisschen rum und anders gestalten, und da werde ich euch ein bisschen mitnehmen, mal schauen, was ich alles dann ins Video packe. Aber genau, ihr seht jetzt heute mal, wie ich mein Gaming-Setup sauber mache und dann wieder hinstelle, aufbaue und. Viel Spaß! So, ich werde jetzt mal beginnen damit, dass ich alles ausstecken werde, kabelmäßig. Also Monitor, Maus, das tut, das werde ich alles mal hier hinten ausstecken. Und das ist mal meine, das sind meine zwei, das ist meine Tastatur und meine Maus. Dann werden wir meinen PC komplett abstecken, okay? Den Monitor abstecken und dann auf Seite legen und dann mal komplett den Tisch putzen. So, wie ihr jetzt sehen könnt, der Tisch ist komplett sauber und geputzt. Jetzt kommt Step by Step wieder das alles, was auf dem Tisch gestanden ist, wird wieder heraufgestellt. Als erstes ganz klar der PC. Da wird noch drüber gewischt. Als nächstes haben wir jetzt den Monitor. Der wird angesteckt hier hinten. Dann schließen wir hier hinten an, und zwar da unten. So, Monitor steckt. Jetzt brauchen wir nur noch Strom für den Monitor. Dann geht der Monitor auch gleich automatisch an. Das ist vorteilhaft. So, und wir werden ihn gleich mal anschalten. Dann seht ihr auch gleich wieder den PC. Achso, hang on. Die GeForce. Hinten das Ventil. Monitor wird noch nicht gehen, nehme ich mal schwer an. Jetzt kommt noch das Mauspad. Das ist so ein vorübergehendes Mauspad, das wird dann auch noch geändert. Und ja, das wird sobald gehen, sobald ich Geld habe dafür. Dann kommt die Tastatur. Das ist die, was dabei war. Ich muss erst eine neue kaufen und ich bin noch nicht so ganz schlüssig, welche ich kaufe. Noch ein Mauspad für die Maus, was auch darauf gehen würde, aber ich möchte halt lieber ein größeres, dann kann ich beides raufgeben. Bestens so eins, das bis daher hingeht, damit ich halt genug Platz habe. So, jetzt werden die beiden Dinge, diese beiden Kabeln, noch reingesteckt. Ach doch, das stimmt schon so. So, und so. Dann haben wir die beiden Kabel da. So, PC läuft und ist sauber, Monitor läuft. Hier seht ihr nochmal, das für die, was es interessiert, 60 Hertz. Man kann es auf 165 Hertz geben, das werde ich in Zukunft machen. Jetzt werde ich noch Maus und Tastatur anschließen, Mauspad dazugeben. Ja, das ist ein Razer Mauspad, wie ihr hier sehen könnt. Und das ist das dabei, was ich damals bei meiner Tastatur dabei hatte, bei meiner roten, die ich ja leider geschrottet habe, weil ich zu fest draufgeschlagen habe. Die Maus ist noch von der Tastatur von der damaligen. So, Maus und Tastatur sind angeschlossen. Seht ihr? Alles angeschlossen, alles funktioniert. Das ist mein Hintergrund gerade am PC. Ja, mehr habe ich glaube ich eh nicht am PC, was Interessantes oder Relevantes. Nee, das ist jetzt komplett mein komplettes Gaming-Setup geputzt. Es ist nicht so lange oder nicht so viel, weil ich halt nicht allzu viel habe. Aber ich stelle jetzt noch das, was hinten da gestanden ist, noch hin. Als erstes habe ich das Trust, die Verpackung von meinem Trust Loss PC Laptop Streaming Mikrofon. Das ist das, was ich nutze in all meinen Videos zurzeit. Das ist halt nur die Verpackung. Und das ist das Mikrofon dazu. Für die, was es interessiert, wie es aus, wie ein Unboxing. Ich werde das Video unten in der Infobox verlinken. Ich habe nämlich ein komplettes Unboxing dazu gemacht. Ich stelle es meistens ohne Kabel hin,
Weil ich finde, dass es einfach viel, viel schöner ausschaut, wenn ein Mikrofon einfach so da steht als mit. I mean, darf jeder für sich selber wissen. Dann habe ich hier noch eine kleine Link-Figur, wie man da sehen kann. Mein PC schaltet sich nebenbei an und macht alles, was er machen soll. Das ist die kleine Link-Figur. Entschuldigung, ihr werdet den Nachbarn mit Bellen hören. Die hatte ich mal in der Mystery Box. Das habe ich, glaube ich, auch schon öfter erwähnt. Ja, dass die Figur hält nicht. Dann habe ich hier noch einen Elefanten, den ich von meiner Oma geschenkt bekommen habe. Den gebe ich hier hin. Hier, dann habe ich das so in einer Ecke stehen. Dann eine etwas ältere Kamera, wozu ich auch schon mal ein Video gemacht habe, was ich euch auch in die Infobox verlinken kann. Den werde ich noch putzen und dann auch zu meinem Ding hinzustellen. Jetzt habe ich noch drei Dinge, die ich dazu hinstellen werde. Und zwar einmal meine Pink Floyd, einmal meine Pink Floyd Schallplatte. Die, was ich da hinten irgendwo hinzugeben werde oder da einfach an die Seite stellen werde. Ich stelle sie eher an die Seite. Dann habe ich noch den Gaming Controller, den ich euch unboxed habe. Ich kann ihn euch gerne gleich nochmal zeigen. Und mein kleines Tablet, was ich manchmal nutze. Aber durch den PC halt fast gar nicht mehr. Aber ich zeige euch jetzt noch den Controller. Ja, ich habe ihn schon mal auf meinem Kanal unboxed. Damit zocke ich auch ein paar Games. Die werde ich euch verlinken. Aber ich habe ihn wieder eingepackt, weil wenn ich ihn nicht brauche und er verpackt ist, wird er nicht dreckig, sondern nur die Verpackung. So, und natürlich kennt die meisten auf meinem Kanal meine zwei Nintendo Switch, die ich habe. Und die mich noch länger verfolgen, wissen, dass ich eine kleine NES habe, die ich jetzt wahrscheinlich am PC anschließen werde und dann zocken werde. Das kann ich eigentlich jetzt noch machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich muss mir nur noch überlegen, wo ich das hingebe. Vielleicht werde ich es da hinten hingeben. Dann habe ich so ein kleines, Touch-Gefühl von dem, das eigentlich nicht. So, das war auf jeden Fall das Putzen meines Computers. Er ist jetzt gerade an. Genau. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt oder ihr mehr Gaming sehen wollt mit meinem PC, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Video gerne als nächstes sehen wolltet. Mit meinem PC ist es nochmal ein Cleaning-Video. Da hättet ihr Bock, dass ich mal zocke. Wie mit ASMR sonst, dass man nur die Tastatur hört, wenn die bessere dann da ist. Schreibt es in die Kommentare. Vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu aktivieren, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Lasst gerne ein Like da und schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Freunde.